So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist theoretisch direkt nach dem Regirock Raid vom Dienstag. Ich bin nur kurz nach Hause gegangen, ich habe den jetzt rübergezogen auf den PC, habe das Video geschnitten. Das exportiert jetzt gerade und solange wie das exportiert, dachte ich, gehen wir raus und machen noch kurz diese Shiny Galaponita Forschung. Die komplette Forschung in einem Video, also. Wir haben hier Aufgaben, ich weiß, es sind nur zwei Kapitel, glaube ich. Der Skandalpaarer hat in der Gruppe gepostet, der hat einen Shiny bekommen, der hat das da reingeschrieben. Es sind nur zwei Kapitel. Die Kapitel sind auch sehr einfach, wie man hier sieht. Verschicke 5 Pokémon, fange 5 Pokémon, lande 5 gute Würfe. Zum Glück sitzt hier so viel rum, dass wir da einfach mitmachen können. Uns hier einfach was gönnen von dem Zeug. Ein wildes Girafarig, ne? Giraffe fragt mich, kennt ihr das? Haben wir am Montag wieder geguckt. Wir müssen also gute Würfe landen. Der war großartig. Den hätte man aber auch einfach fabelhaft setzen können. Das hat so einen Riesenkreis. Also, egal. Bleibt auf jeden Fall drin. Müssen nur mal gucken. 3 von 5 gefangen. Okay, was sitzt hier noch so rum? Wir haben noch ein Mogelbaum. Mogelbaum ist auf jeden Fall auch richtig nice. Könnt ihr natürlich auch richtig gut werfen. Zack, einfach fabelhaft. Also wer da nicht einfach fabelhaft trifft, das war jetzt nur Glück von meiner Seite aus. Trotzdem gibt es natürlich auch als Shiny Mogelbaum. Giraffe fragt mich, Girafarig natürlich noch nicht. Wird aber auch irgendwann mal kommen. Jetzt hat ja auch die Jahreszeit gewechselt. Also ihr habt jetzt diese Saison der Entdeckung statt der legendären Jahreszeit, wo dann hoffentlich auch dieses grüne Sesokitz irgendwie reinkommt. 4 von 5 haben wir jetzt fertig. Wir brauchen noch... Boah, eins, dann nehmen wir den Klassiker, wir nehmen einfach Pikachu mit, müssen dann noch 5 verschicken. Aber den probieren wir jetzt auch hier einfach mit. Einfach fabelhaft, ihr seht, wie genial das geht, auch wenn ich schon seit 100.000 Jahren nicht mehr selber geworfen habe. Ja. Wenn ich mal dran bin, dann klappt das auf jeden Fall. Nein, das ist alles nur Glück natürlich, habt ihr gesehen, beim ersten habe ich es auch versemmelt. Jetzt haben wir 5, das heißt, wir können 5 wegschicken. Können hier aber schon mal die 1000 EP abholen, wir können hier den Staub abholen, wir müssen 5 verschicken. Wir nehmen einfach das, was wir jetzt gerade gefangen haben. Das ist hier Pikachu, Mogelbaum, Girafarig, Griffel, Tragosso. Habe ich jetzt gar nicht bewertet. Dann haben wir hier nochmal 10 Bälle und hier eine Pokémon-Belohnung, was theoretisch jetzt schon das erste Shiny Galaponita sein müsste. Also Galaponita. Und es kann Shiny sein, aber es ist kein garantiertes Shiny. Viele denken, es ist garantiert und sagen, ich glaube, die haben es schon wieder abgestellt, ich habe keins bekommen. Aber es ist nicht garantiert. Ihr habt nur die Möglichkeit, 2 Encounter zu bekommen. Ansonsten müsstet ihr das wieder über die Eier machen. 7 Kilometer Eier brüten oder irgendwas. Da sitzen die dann wieder drin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte es sogar nice gefunden, wenn die es nochmal in die Raids gepackt hätten. Und na gut, hätte jetzt eh keine Zeit, diese Woche das in Raids anzubieten. Und ansonsten sind die Raids auch nicht so häufig gewesen, gefühlt. Wir können das jetzt mal bewerten, weil das ja aus der Aufgabe kommt. 14, 13, 13, Hibuhausen. Wenigstens passt jetzt mal der Ort. Ja, toll. Ich dachte, es sind noch andere Aufgaben. Dabei könnt ihr hier auch einfach abholen, das abholen, das abholen, das abholen. Ihr habt hier noch Rauch mit drin, ihr habt hier noch mal... Erfahrungspunkte und habt nochmal einen Pokémon-Encounter. Aber das soll ja auch eine Entschädigung sein. Hätten die das jetzt nur, weil sie es abgestellt haben, reingepackt in die Eier, dann hättet ihr Eier brüten müssen, hättet ihr erstmal aufnehmen müssen. Das ist wieder mit Aufwand verbunden. Aber so kriegt ihr theoretisch 2 Encounter geschenkt und ihr kriegt noch ein paar Items geschenkt. Shiny ist jetzt leider nicht dabei. 686, ich weiß gar nicht, wie viel das andere eben hatte. Egal, wir tüten das jetzt auch ein. So, großartig geworfen, sieht gut aus. Wird ein relativ kurzes Video. Ich habe wirklich gedacht, da stehen noch mal 3 andere Aufgaben, sodass ich noch mal losziehen kann, kann mir eine andere Location suchen und kann das dort fertig machen. Jetzt musste ich es alles hier fertig machen, weil es nur noch Belohnungen gab. 10, 11, 10. Also, ja, auf jeden Fall richtig heftig. Wir haben jetzt fertig, das war's. Keine Ahnung. Wir haben natürlich damals gut mitgemacht, wenn wir hier das mal eingeben. Ponita und Schillernd, Sch,
paar Ponita schillern. Ihr seht, wir haben hier zwei Ponita bekommen. Eins hat uns der Hannes getauscht, das andere haben wir so aus den Raids bekommen. Das heißt, wir könnten das jetzt auch entwickeln für das Video. Ja? Aber eigentlich wollte ich ein Video machen, wo ich lauter... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir entwickeln es jetzt einfach für das Video. Da ist in diesem Video wenigstens noch ein Highlight drin. Ihr habt ja auch die ganzen anderen Ponitas. Wenn wir jetzt Plus Ponita und Schillern eingeben, müssten wir auch die Weiterentwicklung noch mit dabei haben. Muss nur das Pluszeichen finden. So seht ihr hier wenigstens auch noch Galoppa, ja, als Shiny. Hier Galoppa als Shiny. Finde ich aber nicht so krass wie dieses Blau von Ponita. Das sieht einfach episch aus. Und damit wir hier jetzt noch ein Highlight haben, entwickeln wir hier in diesem Video einfach noch das Shiny Gala Ponita zu Shiny Gala Galoppa. Dann können wir kurz noch vergleichen, was besser aussieht. Galoppa als Gala oder als normales Shiny. Ich finde, es hat ein komisches Gesicht als normales Galoppa. Das funkelt und leuchtet, da erkennt man gar nichts. Das Horn lenkt auch ab. Hat irgendwie ein bisschen angepissten, arroganten Blick. Galoppa! Würde BisaFanTV jetzt sagen. Wir gucken uns nochmal das an. Das sieht komisch aus. Stellt euch mal vor, das hätte keine Haare. Wie das einfach aussieht wie so eine Gummiente. Während das hier, das sieht schon edler aus. Ja? Das hat ganz andere Gesichtszüge. Das sieht aus, wie Sabrina spielt. Grüße gehen raus an Sabrina Spiel. Das war es jetzt also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wollte mal gucken. Ich habe die ganzen Videos schon vorbereitet für die Woche. Vielleicht kann ich das hier am Mittwoch noch reinquetschen. Oder ich quetsche es heute noch. Ich quetsche es heute noch rein. Ich lade es am Dienstag einfach noch mit hoch. Egal. Das kam heute rein. Fertig. Regirock Raid. Das Video hier. Die Spotlight-Stunde. Ihr werdet heute wieder zugemüllt mit allen möglichen Sachen. Und zum Abschluss gönnen wir uns noch einen Pikachu. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.